Hey! Simon, grüß dich! Den haben wir uns ausgehört. Ja, gern. Die noch bessere Idee mit E-Bikes. So, da sind wir jetzt in der wunderbaren WM-Halle von 2001 von der Weltmeisterschaft und die ist natürlich auch verantwortlich für diese grandiose Stimmung, die wir beim Filmfest haben, da draußen im Foyer, wenn alle beieinander stehen, ein Bier miteinander trinken und über die Erlebnisse am Berg erzählen oder auch da drin in der Halle, wo dann die große Leinwand mit Full HD, mit vielen, vielen Zuschauern und einer ganz lässigen Stimmung ist. Meine Empfehlung ist ganz klar, geht es nicht nur am Abend ins Kino sozusagen, schaut euch diese wunderbaren Filme an, sondern vor allem bleibt mal da in St. Anton. Genießt zwei, drei Tage. Wir haben so viele schöne Häuser, Hotels bis zur kleinen Pension, wo man ein paar Tage verbringen kann. Und vor allem ein Tipp, geht in die Berge oder fahrt mit den Bahnen in die Berge und da zeige ich euch was. Eine der schönsten und schnellsten Methoden ist da diese Galzigbahn, die 2006 gebaut wurde und immer noch die modernste Seilbahn der Welt ist, weil sie die erste ist, wo die Bahn zum Kunden kommt und nicht der Kunde zur Bahn raufgehen muss. Und wenn wir dann rechts an dieser Bahn vorbeiblenden, dann sehen wir ein wunderschönes Gebäude aus dem Jahr 1912, das ist unser Museum. Und da gehen wir jetzt hin und trinken einen Kaffee. Servus! Zum Museum. Meiner Ansicht nach das schönste Haus in St. Anton, 104 Jahre alt, hat ganz eine bewegte Geschichte über beide Weltkriege, bis der Tourismusverband und die Gemeinde das in den 70er Jahren gekauft haben. Und in ein wunderschönes Museum umgewandelt und dieses Museum zeigt ein bisschen die Entwicklung St. Antons auf der einen Seite natürlich vom Bauerndorf zur Tourismusdestination, auf der anderen Seite die Entwicklung der Bundesbahn, die erst ermöglicht hat, dass wir Tourismus haben und natürlich der Bergbahnen. Und da setzen wir uns jetzt nieder und trinken ganz gemütlich einen Kaffee. Will you believe?